Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In dem heutigen Video zeige ich euch, wie ich diesen wunderbar leckeren ungarischen Kuchen zubereitet habe. Dieser Kuchen besteht aus einem Mürbeteigboden, Quarkfüllung und Aprikosenmarmelade und obendrauf wird Baiser gespritzt. Für den Boden verrühren wir 300 Gramm Mehl mit einem Teelöffel Backpulver und eine Prise Salz. Das Ganze kommt in eine größere Schüssel, 100 Gramm Puderzucker, ein Eigelb und 200 Gramm Butter kommt dann noch in die Schale rein. Und die Schale einer Zitrone kommt auch noch mit dazu. Das Ganze wird jetzt zu einem glatten Teig verknetet. Unser Mürbeteig geht jetzt für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank. Für die Quarkfüllung brauchen wir 500 Gramm körniger Frischkäse und 500 Gramm Quark, 160 Gramm Zucker und 70 Gramm Grieß. Außerdem 7 Eigelbe und die Schale einer Zitrone. Alles gut miteinander vermengen. Unsere Füllung wird dadurch etwas weich, aber das ist kein Problem, denn in dem Backofen durch die Eigelbe und durch den Grieß wird alles wieder schön fest. Jetzt brauchen wir unser Tortendrink. Der ist 24 cm breit, den fette ich kurz mit Butter aus. Unser Mürbeteig war jetzt eine Stunde in dem Kühlschrank, den rolle ich jetzt aus und steche dann gleich mit dem Tortendrink auch aus. Der Boden wird auf ein Backpapier gelegt, auf den kommt dann der Tortendrink und ich schlage das jetzt mit dem Backpapier ein. Jetzt stechen wir mit einer Gabel kleine Löcher in den Teig, damit die Luft rauskommen kann. Der Boden wird jetzt bei 190 Grad so lange gebacken, bis es so eine schöne braune Farbe bekommt. Danach wird er mit Aprikosenmarmelade bestrichen und erst danach wird die Füllung drauf gegossen. Unser Kuchen wird jetzt bei 160 Grad für circa eine Stunde gebacken. Er ist fertig, wenn die Oberfläche nicht mehr klebrig ist. Unser Kuchen ist zwar fertig, aber ich lasse ihn trotzdem noch in dem Backofen weiterbacken und in der Zwischenzeit bereite ich das Baiser zu. Dafür benötigen wir 4 Eiweiß und 200 Gramm Zucker. Sobald unser Baiser so eine schöne, glänzende, feste Oberfläche bekommen hat, können wir das in einen Spritzbeutel mit einem schönen Spritzdüller füllen. Mit Hilfe der Spritzdülle spritzen wir eine Art Schachbrettmuster auf den fertigen Kuchen. Ich habe die Temperatur in dem Backofen auf 120 Grad reduziert, denn das Baiser muss nochmal in dem Backofen trocknen. In die kleinen Löcher kommt Aprikosenmarmelade. Der Kuchen wird jetzt bei 120 Grad für ca. 10-15 Minuten gebacken und danach könnt ihr gerne die Temperatur auf 150 Grad erhöhen und weitere 5-10 Minuten weiterbacken. Ziel ist es, dass es so eine schöne, leicht braune Farbe bekommt. Fertig ist unser Rako Citurosh Quark Kuchen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und probiert gerne das Rezept aus. Bis dann!